Ja, als wir die Themen verteilt hatten, diese Vortragsreihe, wollte ich es mir sehr einfach machen und habe mir das einfachste Thema rausgesucht, dachte ich. Der Buddha, Leben und Lehre. Damit kann man machen, was man will. Ja, ich kann so erzählen, was ich will, sozusagen. Und alles, was ich tun brauche, ist einfach ein paar Biografien lesen. Es gibt genug davon. Material zusammensammeln, neu zusammenbauen, sozusagen. Ein paar eigene Ideen einflechten und dann habe ich einen Vortrag. Die Gliederung ist einfach. Man braucht nur chronologisch durchzugehen. Von der Geburt, Erleuchtung, Tod. Leider wurde es nicht so einfach, wie ich dachte. Ich bin auf einige ziemlich große Probleme gestoßen bei der Vorbereitung. Und die haben so mit der Art des Materials zu tun. Also mit der Art des biografischen Materials, was über den Buddha, den historischen Buddha zur Verfügung steht. Ich bin an einige große Zweifel gelangt, sogar über das Leben des Buddha. Ich will nicht sagen große Glaubenskrisen, das wäre übertrieben, aber doch einige Zweifel. Aber zunächst mal, warum sollte man einen Vortrag über das Leben des Buddha halten oder anhören? Es ist vielleicht so offensichtlich, dass doch die Frage gestellt werden sollte, warum man das Ganze überhaupt macht, ja. Denn es scheint, ja, klar, man redet halt über den Buddha, weil er der Begründer des Buddhismus war. Darum macht man das. Aber ich denke, man muss sich schon klar machen, welche Bedeutung der Buddha für einen Buddhisten hat. Und der Buddha gilt als so die erste der drei Zufluchten für den Buddhismus, im Buddhismus, ja. Also der Buddha ist das erste der drei Juwelen, der drei Kleinode. Die anderen beiden sind der Dharma, die buddhistische Lehre, und der Sangha, die buddhistische Gemeinschaft. Und der Buddha gilt so als Vorbild, also er ist der Erste, der der Tradition nach Erleuchtung erlangt hatte, und als Lehrer, ja. Also er hat, ja, er ist der Begründer der buddhistischen Lehre, und die Lehren, die wir heute praktizieren, stammen zum Teil von ihm. Also er hat einfach große Bedeutung für uns als Buddhisten. Und er gilt als Quelle der Inspiration, Quelle des Vertrauens einfach. Also man weiß, der Buddha hat Erleuchtung erlangt, er hat so und so gelebt, er war diese beeindruckende Persönlichkeit, also kann ich es auch schaffen, also kann ich auch so leben. Ja? Also der Buddha gilt als eine der Quellen der Inspiration oder Quellen des Vertrauens für den Buddhismus. Und fing ich an, mich mit diesem Material auseinanderzusetzen, hatte so einige Biografien gelesen. Und wie gesagt, ich stieß auf Schwierigkeiten. Das hat teilweise mit dem Material zu tun. Es gibt so verschiedene Arten von Texten, die sich mit dem Leben des Buddha beschäftigen. Ja. Es gibt so die eher historischen, die sich so mit dem Buddha als historische Person beschäftigen. Das sind Texte, die zum großen Teil aus dem Pali-Kanon stammen. Also es sind die Texte, auf die sich die Theravada-Tradition beruft. Und die sind auch nicht sortiert im Pali-Kanon. Ja. Die sind so hier und da mal. Also irgendwo findet man eine Lehrrede, wo der Buddha über sein Leben spricht. Und da kriegt man ein biografisches Material raus. Und man kann davon ausgehen, dass die eher historisch gemeint sind. Also, ja, dass es da um die historische Person geht, um den Buddha als historische Person. Andere Arten von Texten sind eher sehr poetisch und mythologisch und mythisch. Das sind Texte, die zum großen Teil aus der Mahayana-Tradition stammen. Also der Buddhismus, wie er heute noch in Tibet praktiziert wird, China, wenn China noch buddhistisch wäre, und Japan. Das sind Texte, in denen der Buddha sehr idealisiert wird. In denen also, ja, seine Qualitäten so bis ins Absurde hochgehoben werden, ja. Also bis ins Unglaubliche sozusagen. Und ich muss gestehen, mit diesen poetischen oder mythologischen Beschreibungen kann ich persönlich nicht viel anfangen. Sie sind mir zu übertrieben, ja. Also für meinen Geschmack inspirieren sie mich nicht, sie wirken eher unfreiwillig witzig. Ja, also wenn dann beschrieben wird, dass der junge Siddhartha vor der Erleuchtung zum ersten Mal in die Schule geht und schon sämtliche Alphabete beherrscht, das stärkt mein Vertrauen nicht, das ist einfach nur eigenartig. Und wenn man dann findet, dass er war zwar verheiratet, hat diese Frau gehabt, natürlich die schönste und beste im ganzen Land war, hat aber außerdem einen Harem von 80.000 Frauen noch gehabt. Vielleicht hat das frühe Buddhisten inspiriert, aber ich finde das eher eigenartig. Also ich muss gestehen, diese poetischen oder sehr mythologischen Texte habe ich nicht benutzen können oder nicht benutzen wollen für meinen Vortrag. Aber das Problem mit dem historischen Material ist auch dem, auch da ist nicht immer klar, was wirklich historisch gemeint ist und was eher mythologisch oder poetisch gemeint ist. Also auch die nicht ganz so übertriebenen Texte, die sich mit dem Buddha beschäftigen, hatten weniger den Anspruch, so eine genaue Biografie zu bieten, als eher so dem gläubigen Buddhisten als Quelle der Inspiration zu dienen. Ja, also auch da findet man Sachen, die einfach eher mythologisch sind als historisch. Oder die Texte schwanken so hin und her zwischen so historischen Dingen, also die einfach der Mensch Gautama gemacht hat, der Buddha,
wie er halt ja vor 2.500 Jahren gelebt hat und die eher so poetisch sind, mythologisch sind. Die Texte schwanken hin und her zwischen diesen beiden Arten. Und ein Grund dafür ist vielleicht, ich vermute hier, dass die frühen Buddhisten kein großes Interesse an so historischer Genauigkeit hatten. Ja, sondern eher, es ging ihnen eher darum, oder es geht Buddhisten in Indien vielleicht eher darum, das Leben des Buddha als Quelle der Inspiration und als Quelle der Belehrung zu sehen. Also historische Genauigkeit war daher zweitrangig. Also es ging ihnen einfach nicht darum. Darum weiß man auch so wenig über die Geschichte des Buddhismus in Indien zu der Zeit, weil die hatten nicht diese Idee von historischer Genauigkeit. Nun kommt der Buddhismus in den Westen und wir haben halt diese Vorstellung von historischer Genauigkeit und sehen uns die Texte an und stoßen auf Ungereimtheiten, auf Sachen, die sich widersprechen, auf Sachen, die so nicht geschehen sein können, weil sie anderen Texten widersprechen und so weiter. Ich werde daher nachher noch mit meinem Beispiel drauf kommen. Also man kommt an Probleme, wenn man so als Westler an diese buddhistischen Texte rangeht. Das sind Probleme, die halt der gläubige Buddhist in Indien nicht gehabt hätte, aber wir, weil wir eine bestimmte wissenschaftliche Herangehensweise haben oder weil es Menschen bei uns gibt, die eine wissenschaftliche Herangehensweise haben, kommen wir an Probleme damit oder innere Widersprüche. Und es wäre zu leicht, denke ich, so diese wissenschaftliche Herangehensweise so abzutun als typisches Beispiel der bösen westlichen Verkopfung, ja, der böse westliche Rationalismus, der die Umwelt zerstört und alles Böse macht, das so abzutun und zu ignorieren. Ich denke, so als Buddhist im Westen heutzutage darf man diese Sache nicht ignorieren. Also ich denke, wir dürfen die Texte nicht unkritisch lesen. Denn als Buddhist ist man sozusagen der Wahrheit verpflichtet, oder man ja, will sich sein Leben nach der Wahrheit ausrichten und darum kann man bestimmte Wahrheiten nicht ignorieren. Darum kann man vielleicht die Geschichte vom Leben des Buddha eher als Illustration benutzen, nicht als Beweis für bestimmte Aspekte des spirituellen Lebens, weil man halt nicht genau wissen kann, ob es so gewesen ist. Mir ist wirklich auch beim Lesen aufgefallen, wie buchgläubig ich eigentlich bin. Ja? Wenn was in einem Buch geschrieben steht, dann glaube ich das. Das geht vielleicht den meisten von uns so. Ja? Und plötzlich stelle ich fest, es geht um eine Geschichte, die vor 200.000 Jahren war. Und was daran stimmt, stimmt daran überhaupt? Ja? Wie weit kann man geschriebenem Text wirklich trauen? Hat der Buddha selber übrigens auch gesagt in einem geschriebenen Text, dass man nicht nach Texten gehen soll. Aber gut, ich werde auf diese ganzen Probleme und Fragen von ja, Textgenauigkeit, wie weit man die alten buddhistischen Texte, die Biografie des Buddha als Quelle des Vertrauens benutzen kann, heutzutage noch am Ende des Vortrags nochmal darauf eingehen. Ich werde jetzt einfach so ja, durch die Überlieferung des Lebens des Buddha durchgehen, einfach so ja, sozusagen das Leben des Buddha erzählen, gucken, wo so ein paar Lehren dabei auszuziehen sind und auch sehen, wo so ein paar Probleme dabei sind. Wie gesagt, meine Quellen sind zum großen Teil aus dem Pali-Kanon und so einige modernere Gelehrte, die darüber geschrieben haben. Gut, ich fange an so mit dem Umfeld, in dem Siddhartha Gautama, also der später der Buddha wurde, hineingeboren wurde. Also er lebte im 6. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung im Nordostindien Nepal. Also seine Geburtsstadt ist vermutlich im heutigen Nepal. Es gibt zwei Ausgrabungsstätten, wo man sich darüber streitet. Die eine ist in Indien, die andere in Nepal. Und die Inder und die Nepalesen streiten sich darum. Und es ist vermutlich im heutigen Nepal gewesen. Zu der Zeit sah es in Nordindien so aus, dass es eine Menge kleinerer Republiken gab, die so ja, nicht demokratisch waren, die einen gewählten Herrscher hatten oder die auch unterschiedliche Herrschaftsformen hatten und einige große Königreiche. Ja, also im Wirkungsbereich des Buddha waren drei große Königreiche und so eine Anzahl kleinerer Republiken. Und diese Republiken waren so an eins der großen Reiche angeschlossen sozusagen und standen in einer Art Abhängigkeitsverhältnis dazu. Also diese kleinen Republiken führten keine Außenpolitik, dazu war der Herrscher zuständig, die zahlten Abgaben und sorgten so für ja, innere Sicherheit sozusagen, wurden dafür von diesem Herrscher beschützt. Also diese Herrscher dieser kleineren Republiken nannte man Rajas und diese Könige Maharajas. Die politische Situation war relativ stabil. Also zur Zeit, als der Buddha geboren wurde, waren keine großen Kriege dran. Es war relativ stabil, was da los war zu der Zeit. Sozial gesehen, das Kastenwesen bildete sich heraus. Also die Anfänge dessen, was man später Hinduismus nannte, oder Hinduismus nennt, fing an sich rauszubilden, ja, die vedischen Religionen.
Also man sprach von den vier Kasten, den vier Gesellschaftsschichten: Krieger, Brahmanen, Händler und Bauern. Krieger waren die, die so für die Politik zuständig waren, also die Herrscher kamen immer aus der Kriegerkaste, Brahmanen für die Religion, Händler haben halt Handel getrieben, Bauern Landwirtschaft. Das Kastenwesen war auch nicht so starr, wie es heute ist. Ja? Also heute ist so starke Trennung zwischen den Kasten, man darf nicht miteinander sprechen oder nicht miteinander heiraten. Früher war das eher so vergleichbar mit dem, was wir im Mittelalter als Zünfte hatten. Man wurde halt in Berufe reingeboren und man machte das einfach. Ja, wie ich sagte, die Religion war das offizielle, die offizielle Religion zu der Zeit sozusagen, war das Brahmanentum, also die sich auf bestimmte alte Texte beruft haben, also die Veden. Und das war so der Vorläufer des Hinduismus. Ein Kennzeichen dieser Religion war das Monopol der Brahmanen. Also die Brahmanenkaste hatte Monopol auf Religion. Das waren die einzigen, die die Schriften lesen durften oder konnten. Und die einzigen, die Rituale durchführen konnten. So verdienten die ihr Geld, ja, und konnten so bezahlen für Hochzeiten, Beerdigungen, für Rituale. Natürlich gab es eine Gegenbewegung dagegen, also gegen dieses Brahmanenritual. Das waren die Wanderasketen oder Samanas, wie sie genannt wurden. Das waren einfach Männer, die sich damit nicht abfinden konnten, dass Religion Sache der Brahmanen war und die einfach alles verlassen haben, ihre Heimat verlassen haben und einfach als Bettler herumgezogen sind. Es gab so die verschiedensten Lehren, die diese lehrten und lehrten. Also man fand zu der Zeit in den Samanas, diesen Wanderasketen, alle möglichen Richtungen von Philosophien und Religionen. Also es war eine extrem reiche Zeit. Also sehr philosophisch, religiös, sehr aktiv und sehr reich. Vielleicht vergleichbar mit dem antiken Griechenland. Gut, in diese Zeit wurde hat der Buddha reingeboren, in diese Situation. Und er war der Sohn, oder der spätere Buddha, also Siddhartha Gautama, bevor er ein Buddha war. Er war der Sohn von Suddhodana. Und das war ein Herrscher eines dieser Republiken, dem Herrscher der Shakyas. Also als solcher war er von einem dieser Königreiche abhängig, den Kosalas. Also der Siddhartha gehörte zur Kriegerkaste und er war als Sohn dieses Herrschers geboren. Und ja, der Vater hatte natürlich den Wunsch, dass sein Sohn auch mal Herrscher werden sollte oder ja, ein Politiker werden sollte. Seine Mutter ist 7 Tage nach der Geburt gestorben und er wurde dann von seiner Tante großgezogen. Der Legende nach hat ein weiser Mann, ein Seher, sich diesen neugeborenen Siddhartha angesehen. Und so festgestellt, dass aus dem mal was Besonderes werden würde. Ja, so Kennzeichen eines großen Menschen hatte er. Und hat geweissagt, dass Siddhartha entweder ein großer Weltherrscher werden würde oder ein großer religiöser Führer. Und der Vater wollte natürlich, dass sein Sohn ein großer Weltherrscher werden würde und versuchte ihn so von religiösen Dingen abzulenken. Also von allen Dingen, die so mit dem eher grüblerischen Aspekten des Lebens zu tun haben, wollte ihn ablenken. Und Siddhartha hatte ein extrem angenehmes Leben als Jugendlicher, als Heranwachsender. Er hatte so materiell alles, was man haben konnte, war auch psychologisch anscheinend ganz gesund, eine gesunde Familie. Und hatte wirklich alles, was man sich wünschen konnte. Ich kann mal vorlesen aus so einer autobiografischen Bereich, Bericht von ihm, wo er über seine Jugend schreibt. Verwöhnt lebte ich, ihr Mönche, höchst verwöhnt, äußerst verwöhnt. In der Wohnung meines Vaters hatte man für mich Lotusteiche anlegen lassen. An einer Stelle blühten blaue Lotusblumen, an einer Stelle weiße, an einer Stelle rote. Und dies bloß um meinetwillen. Tag und Nacht wurde ein weißer Schirm über mich gehalten, damit ich nicht durch Kälte, Hitze, Staub, Grashalme oder Tau belästigt werde. 3 Paläste besaß ich, einen für den Winter, einen für den Sommer und einen für die Regenzeit. Im Regenzeitpalaste war ich während der 4 Monate ausschließlich von weiblichen Musikanten umgeben und nicht verließ ich während dieser Zeit den Palast. Also er hatte ein extrem angenehmes Leben. Also man könnte daraus fast den Eindruck erwecken, dass er ein verwöhnter Weichling war, ja? Also alles serviert kriegte, nicht sich anstrengen mussten. Irgendwo gibt es einen Text, ich habe ihn leider nicht wiedergefunden, wo beschrieben wird, dass seine Füße extrem zart waren. Weil er so nie richtig auftreten musste, sozusagen, nur bequeme Schuhe hatte oder so, ja. Manche Texte sprechen davon, ja, die Tradition, die meisten Texte sprechen dann davon, dass er vermutlich im Alter von 16 Jahren verheiratet wurde. Also es war eine vorher arrangierte Ehe, wie das teilweise heute noch üblich ist in Indien. Und wurde also mit Yasodhara oder Yashodhara verheiratet. Also die Tochter eines anderen Herrschers war das, glaube ich.
gibt hier so eine Sache, die ein bisschen unklar ist, denn der Vater wollte auch, der Vater der Braut wollte auch, dass so sein Schwiegersohn kräftig und stark ist, musste unter Beweis stellen, dass er doch kräftiger Mensch ist und musste einen Sportwettkampf gewinnen. Was er natürlich getan hatte in großen, ja, in großen Ehren, in großen Erfolg. Und er hatte nach 9 Jahren anscheinend von dieser Frau einen Sohn, Rahula. Aber diese Sache ist so eine Sache, die ein bisschen fraglich sind, ob er wirklich verheiratet war. Also die meisten Texte sagen es, aber es gibt so einige Widersprüche, ob er wirklich verheiratet war. Zumindest kann man sagen, es war wahrscheinlich nicht so diese Idee von der romantischen, monogamen Ehe, die wir haben. Ja. Denn wahrscheinlich war seine Frau nur seine Hauptfrau unter vielen anderen. Denn auch sein Vater hatte 2 Frauen, also die Mutter von Siddhartha und seine Tante. Also er hatte wieder alles, was man haben konnte, also diese Frau, ein Sohn, ja, war verwöhnt, hat ein gutes Leben gehabt. Dieses Wort, was ich vorhin mit verwöhnt übersetzt habe, kann auch heißen zart und empfindlich. Er war extrem zart anscheinend. Gut, in diesem Leben, diesem sehr idealen Leben, kommt nun so eine Art, ja, wenn man so eine Krise oder spirituelle Krise, wenn man so nennen kann. Die Legenden beschreiben hier die 4 sogenannten Ausfahrten. Also den eher legendenhaften Beschreibungen nach, war Siddhartha halt von allen unangenehmen Dingen des Lebens abgeschirmt. Also er war in diesen Palästen, diesen tollen Palästen, und nur von jungen, schönen Menschen umgeben. Ja, die alle gesund waren, keiner wurde krank, Kranke wurden vielleicht rausgenommen. Ich glaube, er hatte keine alten Menschen zu sehen bekommen. Also er sah nur Angenehmes im Leben, damit so ja nicht auf dumme Gedanken kam und über Philosophie oder Religion nachdenken würde. Der Legende nach langweilte er sich anscheinend eines Tages und bat seinen Wagenlenker, mit ihm herauszufahren, um sich so die Stadt ein bisschen anzusehen. Und auf dieser Ausfahrt sah er zum ersten Mal in seinem Leben einen kranken Menschen, also jemand, der krank war. Und er war sehr erschreckt, weil er sowas noch nie anscheinend gesehen hat vorher. Fragte seinen Wagenlenker, was mit diesem Menschen los wäre, der so ja, daher humpelt und hustet und krächzt. Und sein Wagenlenker sagt ihm, ja, dieser Mensch ist krank. Und das wird jedem passieren. Du wirst krank werden, ich werde krank werden, wir alle Menschen werden krank werden. Der Siddhartha war natürlich erschreckt, dass er auch eher krank werden würde und ließ ja umkehren in den Palast zurückfahren. Etwas später ist er wieder rausgefahren, die 2. Ausfahrt, und sah da zum ersten Mal in seinem Leben einen alten Menschen und war wieder sehr erschreckt darüber und sein Wagenlenker musste ihm klar machen, dass auch er würde alt werden. Wieder war er erschreckt und ja, ließ den Wagen zurückfahren. Das Ganze ließ ihm keine Ruhe, er ist ein 3. Mal ausgefahren und sah dann zum ersten Mal in seinem Leben einen Toten, also so einen Leichenzug, wobei die Leichen dann offen getragen werden. Und das Gleiche geschah, also ja, er musste von seinem Wagenlenker wieder lernen, dass auch er sterben würde. Es gab noch eine 4. Ausfahrt. Auf dieser 4. Ausfahrt sah er einen Wanderasketen, also einen Samana, also einen dieser Männer, die einfach ja, rausgezogen sind und ein religiöses Leben auf eigene Faust führen wollten, der so bettelnd von Haus zu Haus ging. Und er war sehr beeindruckt von der Gestalt dieses Bettlers. Er hatte einfach sehr achtsam und so ja sehr würdevoll dahinschritt und bettelte. Und er hatte wohl eine Ahnung, dass so dieser Bettelasket, dieses Leben als Samana, die Lösung sein würde, wie das Problem von Alter, Krankheit und Tod. In manchen Legenden wird beschrieben, dass so diese 4 Anblicke, dieser Alte, der Kranke, der Tod und der Bettelmönch, sondern keine Menschen waren, sondern Götter. Also nach den Legenden haben so die Götter, das sind sozusagen, ja, die Spitze des Weltlichen, wenn man so will, noch nicht das Spirituelle, die Spitze des Weltlichen. So den späteren wurde er immer so von oben betrachtet und verfolgt, was er machen würde. In der Hoffnung, er würde so Erleuchtung erlangen. Und damit er nicht zu sehr abgelenkt werden würde von den angenehmen Dingen des Lebens, haben sie sich so in Gestalt eines kranken, alten und toten und Bettlers auf die Erde begeben, um das so klar zu machen. Also manchmal werden diese 4 Götterboten genannt. So, ja, sozusagen realistisch gesehen ist das irgendeine schöne Geschichte, eine Legende. Aber poetisch gesehen finde ich das ein extrem schönes Bild. Ja? Also Alter, Krankheit, Tod sind Götterboten. Die Boten der Götter, die uns daran erinnern, dass wir krank werden, alt werden, sterben. Und das ist ein spirituelles Leben. Also eine Art, diese Einsicht in Alter, Krankheit, Tod und das spirituelle Leben kann man so sehen als so Boten von höheren Dimensionen, die uns so an die Realitäten des Lebens erinnern. In so einem autobiografischen Bericht, wieder aus dem Pali-Kanon,
berichtet der Buddha selber über diese Einsichten. Er schreibt natürlich nicht über die vier Ausfahrten, also man kann davon ausgehen, dass es so nicht gewesen sein kann. Also ich kann nicht glauben, dass jemand so aufwachsen kann, ohne jeden alten Kranken überhaupt zu sehen. Also als historische Tatsache finde ich diese vier Ausfahrten unglaubwürdig, aber so als Geschichte, sie illustrieren das. Und so beschreibt der Buddha selber in Palikanon, wie er so über alter Krankheit, Tod nachdachte. Also was vermutlich eher passiert ist, die Sachen sind ihm einfach klar geworden, als wenn er es zum ersten Mal sehen will. Also was er über Jugend sagt, über Alter, anders gesagt, in solchem Wohlleben, ihr Mönche, und in solch äußerster Sorgenlosigkeit kam mir der Gedanke, wahrlich, der unkundige Weltling, selber dem Alter unterworfen, ohne dem Alter entrinnen zu können, ist bedrückt, entsetzt und ekelt sich, wenn er einen Gealterten sieht. Sich selber aber lässt er dabei außer Acht. Doch auch ich bin ja dem Alter unterworfen, kann dem Alter nicht entgehen. Würde ich nun, der ich dem Alter unterworfen bin, dem Alter nicht entgehen kann, beim Anblick eines Gealterten bedrückt sein, mich entsetzen und ekeln, so wäre das nicht recht von mir. Indem ich, ihr Mönche, so dachte, schwand mir jeglicher Jugendrausch. Dasselbe mit Krankheit. Wahrlich, der unkundige Weltling, selber der Krankheit unterworfen, ohne der Krankheit entgehen zu können, ist bedrückt, entsetzt und ekelt sich, wenn er einen Erkrankten sieht. Sich selber aber lässt er dabei außer Acht. Doch auch ich bin ja der Krankheit unterworfen, kann der Krankheit nicht entgehen. Würde ich nun, der ich der Krankheit unterworfen bin, der Krankheit nicht entgehen kann, beim Anblick eines Erkrankten bedrückt sein, mich entsetzen und ekeln, so wäre das nicht recht von mir. Indem ich so dachte, schwand mir jeglicher Gesundheitsrausch. Dann zum Tod. Wahrlich, der unkundige Weltling, selber dem Tode unterworfen, ohne dem Tode entgehen zu können, ist bedrückt, entsetzt und ekelt sich, wenn er einen Gestorbenen sieht. Sich selber aber lässt er dabei außer Acht. Doch auch ich bin ja dem Tode unterworfen, kann dem Tode nicht entgehen. Würde ich nun, der ich dem Tode unterworfen bin, dem Tode nicht entgehen kann, beim Anblick eines Gestorbenen bedrückt sein, mich entsetzen und ekeln, so wäre das nicht recht von mir. Indem ich, ihr Mönche, so dachte, schwand mir jeglicher Lebensrausch. Ich mag diese Formulierung Jugendrausch, Lebensrausch, Gesundheitsrausch. Ja? Also Jugend, Leben, Gesundheit sind so ein Rausch, ein Rauschmittel. Oder anders gesagt, wenn wir jung sind, denken wir nicht daran, dass wir mal älter werden können. Wenn wir gesund sind, denken wir nicht daran, dass wir krank werden können. Und da wir am Leben sind, glauben wir nicht, dass wir sterblich sind. Weil wir wissen all diese Sachen intellektuell, aber wir glauben es nicht wirklich. Oder wie, ich glaube, Tucholsky mal irgendwo sagte, Kurt Tucholsky in einem Text, junge Menschen und alte Menschen betrachten sich als verschiedene Arten von Wesen und verstehen nicht, dass sie mal älter werden können. Junge verstehen nicht, dass sie mal älter werden können, ja. Also das ist ein Rausch. Und ein Rausch heißt, wir sind berauscht von Jugend, Gesundheit und Leben. Zumindest die von uns, die jung und gesund sind. Also berauscht sein davon heißt einfach, Dinge nicht zu sehen oder nicht sehen zu wollen. Ja, also wir sind unter Art, ja, in einem berauschten Zustand, unter Drogen. Und wenn wir dann merken, dass wir krank werden, dann ärgern wir uns und meinen, das Leben wäre unfair. Ja? Also diese Idee, wir haben ein Recht darauf, ewig gesund zu sein. Und es gibt darauf kein Recht, es ist irgendwo festgelegt. Ja? Wir werden einfach krank. Und wenn wir krank werden, haben wir das Gefühl, wir müssen uns irgendwo beschweren, wenn wir ein Recht haben, gesund zu bleiben. Oder wenn wir älter werden, sondern manche Leute tun alles um alles gegen das Älterwerden. Ich meine, es sind nicht so vernünftige Dinge wie Sport treiben, sich gesund ernähren und so weiter. Sondern es gibt auch so die übertriebenen Arten, jugendlich aussehen zu wollen. Das ist so Leute, die ins Rentenalter kommen, aber trotzdem versuchen, sich zu kleiden und zurechtzumachen wie 20-Jährige. Ja. Das wirkt dann eher peinlich oft. Also es ist dieser Rausch von Jugend, Gesundheit, Leben. Oder anders gesagt, dieses Sehen von Alter, Krankheit, Tod war so die erste große Einsicht in die Realität des Lebens von Siddhartha. Gewisserweise ist so die erste Lehre im Leben des Buddha. Also wir werden alt, wir werden krank, wir werden sterben. Und es gibt einen Ausweg, das spirituelle Leben. Also den vier Ausfahrten, diesen vier Anblicken. Da steckt schon, ich weiß nicht, der ganze Buddhismus, aber eine ganze Menge steckt da schon drin. Und diese Einsicht ließ ihn anscheinend nicht mehr los. Also inmitten seiner Vergnügungen, seinem normalen, schönen Leben, hatten diese Ideen nicht mehr losgelassen. Bis er ja zu dem Ergebnis kam, oder zu dem Ziel kam, ja, was daran zu tun. Also er konnte so nicht weiterleben, anscheinend. Ja, er musste sein Leben ändern, weil er diese Einsicht in Alter, Krankheit, Tod hatte. Oder er musste das Problem lösen. Er wollte das Problem von Alter, Krankheit, Tod einfach lösen. Und er kam irgendwann zu dem Entschluss, ja, seine Familie, sein Haus, Heimat zu verlassen
und auch Battle-Mönch zu werden, also Samana. Also sich dieser, sozusagen dieser Bewegung von Battle-Mönchen anzuschließen, um das auch zu machen. Wieder manche Texte, die eher poetisch legendenhafteren, beschreiben das sehr romantisch, poetisch, wie er seine Frau verlassen hat. Es gibt so Beschreibungen, so, geht so wirklich ans Herz, also, guckt nochmal zurück, geht dann raus, guckt, geht nochmal, kann sich nicht losreißen, geht nochmal zurück, seine schlafende Frau, er will sie natürlich nicht wecken, geht wieder raus, geht nochmal dreimal, geht hin und her, sozusagen. Er will nochmal das Gesicht seines Sohnes sehen, aber er kann es nicht, seinen Sohn nicht nochmal sehen, weil die Mutter ihn so zudeckt, in ihrem Arm. Also er geht dann so unverrichtete Dinge, ohne seinen Sohn nochmal gesehen zu haben. Und verlässt dann hier die Stadt. Was er selber dazu sagt, im Pali-Kanon ist viel weniger poetisch und viel trockener in gewisser Weise. Alles, was er sagt, ist: Und ich zog, ihr Mönche, nach einiger Zeit noch in frischer Blüte, glänzend dunkelhaarig, im Genusse glücklicher Jugend, im ersten Mannesalter, gegen den Wunsch meiner weinenden und klagenden Eltern, mit geschorenem Haar und Bart, mit fahlem Gewande bekleidet, vom Hause fort in die Hauslosigkeit hinaus. Das ist übrigens eine dieser Sachen, wo man so ein paar Widersprüche findet. Er ging im ersten Mannesalter in glücklicher Jugend. Also Frage, war er überhaupt schon 29, wie die Tradition sagte? Der Tradition nach, die wir kennen, war so 29, hat verheiratet, diesen Sohn gehabt und ging raus. Ob man mit 29 noch so in glücklicher Jugend im ersten Mannesalter ist, kann man zweifeln. Also ist nicht ganz sicher, ob er die ganze Sache mit der Frau und dem Sohn so wirklich war. Alles, was wir haben, ist einfach, dass er noch sehr jung war und dass er gegen den Wunsch seiner weinenden und klagenden Eltern in die Hauslosigkeit zog. Das ist alles, was wir sozusagen haben als Tatsache oder als relativ gesichert. Also er hat was getan, ja. Er hat so nicht in diese Einsicht gehabt, in Alter, Krankheit, Tod und diesem Ausweg. Er hat auch danach gehandelt. Er hat sozusagen seine Familie verlassen, hat so die alten Werte verlassen. Und er hat das gegen den Willen seiner Eltern gemacht, ja. Also er hat nicht so mit denen diskutiert, bis sie so zu einer Übereinkunft kamen und dann ist er gegangen, sondern er hat das gegen ihren Willen gemacht. Und die haben geweint und geklagt. Vielleicht ist da wieder so eine Art Lehre drin, dass er nicht so um seine Eltern ärgern sollte, sondern so. Ja, es reicht einfach nicht aus, nur so spirituelle Ideen zu haben in der Freizeit, sich mit zu beschäftigen. Es kann ausreichen, wenn man möchte. Aber wenn man wirklich danach leben möchte, muss man was tun, sein Leben ändern. Damit will ich nicht sagen, dass man wörtlich sozusagen alles verlassen muss, aber muss irgendwas machen. Die meisten Menschen gilt das so. Und man wird sich dabei unbeliebt machen. Ja, das scheint dazu zu gehören. Oder man muss es in Kauf nehmen. Also er hat nicht sozusagen, was der Vater vielleicht vorgestellt hätte, ein normales Leben weitergeführt, sich auf seinen nächsten Beruf als Herrscher vorbereitet und so in seiner Freizeit am Wochenende sich mit Philosophie beschäftigt. Es reicht ihm einfach nicht. Er ist einfach gegangen, hat so einen radikalen Schritt gemacht. Indem er so die Familie verlassen hatte, hat er sozusagen auch alle soziale Sicherheiten, jede soziale Zugehörigkeit verlassen, die er damals hatte. Also er gehört auch nicht mehr zur Kriegerkaste an. Auch das war vorbei für ihn. Ja. Er hat sozusagen diese Gruppe verlassen, was wir Gruppe nennen. Und die Familie ist vielleicht so die wichtigste dieser Gruppen, denen man zugehören kann. Also jeder Mensch gehört irgendeiner Art Gruppierung an, einer Gruppe von anderen Menschen, um so gewisse Sicherheit daraus zu holen. Also es gibt die Familie, der wir zugehören, der Verein, politische Partei, wenn wir einer sind, der religiösen Gemeinschaft. Und indem wir diesen Gruppen zugehören, kriegen wir Sicherheit daraus. Ja? Also wir müssen zum Beispiel einer Familie angehören, um so gefüttert zu werden, hoch großgezogen zu werden. Das gehört dazu einfach zum Überleben. Aber die Sicherheit, die man daraus kriegt, diese Geborgenheit aus dieser Gruppe, sei es Familie, Verein, Partei, religiöse Gemeinschaft, was auch sei, hat so einen Preis. Wir müssen uns an die Regeln und die Werte der Gruppe halten. Wenn wir die Werte in Frage stellen, gehören wir nicht mehr dazu. Ja? Also wenn man zum Beispiel irgendwie in einer politischen Vereinigung ist und man fängt plötzlich an, sich Fragen zu stellen, stimmt das, was ich hier überhaupt mache, dann gehört man sozusagen nicht mehr dazu. Man wird Außenseiter. Aber man ist in Gefahr, Außenseiter zu werden. Und das scheint so Teil des spirituellen Lebens zu sein, diese Bereitschaft, sich so von Gruppen loszulösen. Man kann natürlich jetzt versuchen, mit Gewalt sich von der Gruppe loszulösen, anders sein um jeden Preis, ja, so der Individualist, der um jeden Preis anders ist. Aber damit gehört man nur zur Gruppe derer, die anders sind. Ja, man macht seine eigene Gruppe auf. Man macht es aus Feindschaft heraus.
Und dieser Fortgang von der Gruppe würde nicht aus Feindschaft heraus bestehen, nicht weil man die Leute nicht mag, sondern weil man Probleme mit den Eltern hat oder mit den Kollegen oder was auch sei, sondern einfach, weil man höhere Ziele hat, ein höheres spirituelles Ziel. Also Siddhartha hat also sozusagen ja seine Eltern verlassen, die Familie verlassen gegen ihren Willen und ist rausgezogen. Und ich vermute mal, dass er das nicht macht, um sie zu ärgern oder weil er irgendwie traumatische Kindheitserlebnisse mit dem Vater hatte, sondern einfach, weil er so einfach ein höheres Ziel hatte. Ja. Also er verließ die Familie, verließ die Stadt, Kapitavastu, und ist in den Wald gezogen, wie also viele andere Männer um diese Zeit. Ja. Hat seine Kleider gewechselt, seine Kleidung ausgetauscht, also den Geschichten nach einem Jäger oder einem Bettler die Kleidung gewechselt. Dass dieser Jäger also diese Prinzgewände anhatte, plötzlich sind er so. Also er hat auch äußerlich sich verändert. Es war keine reine innere Fortgehen, es war ein äußerliches Fortgehen, also die Kleidung wechselte. Und so, ja, diesen Bedeutung, wenn man so will, ist auch äußerlich sich ausgedrückt hat. Und er hat sich die Haare geschoren. Also er wurde Samana oder Wanderasket. Weil er nun dieses verwöhnte Leben hinter sich hatte, also so zart und wie gesagt so verweichlicht war, fiel ihm das zunächst mal nicht leicht. Ja, also er ist sozusagen Bettler gewesen, ist von bettelnd von Haus zu Haus gegangen und hat dann von den Leuten irgendwelche Essensreste bekommen. Also das kann man sich so vorstellen, wie vielleicht heute in buddhistischen Ländern, wo die Mönche gefüttert werden mit großartigen Speisen, wo irgendwie Kartoffelschalen, abgenagte Knochen, Ähnliches bekommen. Also alles, was die Leute nicht mehr haben wollten, das so halbwegs essbar war, in diesem Zug vorgesetzt. Und alles in einer Schale durcheinander. Ne? Also nach seiner ersten Almosenspeise musste er sich erstmal übergeben. Sein Magen drehte sich um, ne? Ja, musste es wieder ausspucken. Hat aber nicht aufgegeben, ist also eine Weile anscheinend daran gewöhnt, so zu leben. Und was er gemacht hat, er schloss sich einem anderen spirituellen Lehrer an. Also es war ihm klar, dass er so, er hatte wohl nicht den Anspruch, so alleine alles schaffen zu wollen. Er wollte schon schlau genug, sich so Lehrer zu suchen in gewisser Weise. Und schloss sich einem dieser Lehrer an, also einem anderen dieser Samana-Bewegung, Alara Kalama, der eine Anzahl Schüler hatte und die so in einem System von Meditation unterrichtete. Ja, also er lehrt anscheinend ein System von Meditation, womit man so in höhere meditative Zustände geraten kann. Und Siddhartha hat von ihm gelernt und hat das Ziel, was dieser Lehrer lehrte, diese höheren Zustände, anscheinend sehr schnell erreicht. Ja, also erreicht, was der Lehrer auch hatte. Sein Lehrer war sehr beeindruckt von ihm und schlug ihm vor, so die Gemeinschaft mitzuleiten, ja, also als mit ihm zusammen diese Gemeinschaft der Schüler zu leiten. Siddhartha hat das Angebot abgelehnt, weil er so sah, das reicht nicht. Ja, also es mag ja schön sein, in diese hohen Zustände zu geraten, aber man kommt wieder raus und wird trotzdem alt, krank und stirbt. Also es löst das Problem nicht. Das Problem ist damit nicht gelöst. Das Problem von Leiden bleibt damit. Er schloss sich einem anderen Lehrer an, Udaka Ramaputta, der sozusagen eine höhere Stufe von Meditation lehrte als sein erster Lehrer. Und auch das hat Siddhartha sehr schnell gemeistert. Und auch ihm schlug sein Lehrer vor, die Gemeinde mitzuleiten. Und wieder lehnte er ab. Also man kann sagen, er hat zu der Versuchung widerstanden, spirituelle Karriere zu machen. Ja? Und er hat sozusagen seine weltliche Karriere schon aufgegeben, indem er seine Familie verließ. Er konnte schon nicht mehr Herrscher werden. Und dann hatte er sozusagen die Versuchung, da eine spirituelle Karriere zu machen, ja, als großer spiritueller Führer zu werden, mit vielen Anhängern. Aber der Versuchung hat er widerstanden. Also auch das reichte ihm nicht. Auch das war nicht das, worum es ihm ging. Also es ging ihm auch nicht um Status. Es ging ihm nicht um Status als spiritueller Lehrer. Also er hat diese Lehrer wieder verlassen und ist alleine weitergezogen. Dieses Leben im Wald war anscheinend zu der Zeit in Indien nicht, es war vielleicht sehr angenehm im Wald, wenn es warm war, sehr schön, aber es war gefährlich. Ja, also das Waldleben ist halt so, vielleicht weniger so mit der Idee zu tun, wenn wir im Wald spazieren gehen, wo so die meisten Gefahren ausgeschaltet sind. Sondern es war ein Leben, die Wälder waren einfach wild. Ja, es gab einfach alle möglichen giftigen Schlangen, Skorpione, alle möglichen Insekten, die einen ärgerten. Tiger, die einen fraßen oder fressen wollten. Ja. Also das Leben im Wald war gefährlich. Das darf man aber nicht vergessen. Ja. Also dieses Samanatum war kein so bequemes Ausstecker-Tum. Die Leute haben sich in Gefahr begeben für ihren spirituellen Weg. Und Siddhartha hatte auch mit Angst zu kämpfen. Ja. Also so gibt die Beschreibung, wenn er nachts durch den Wald lief und es knackt irgendwo, dann kommt irgendein Tier an und hört so, wenn man nachts im Wald alle möglichen Geräusche, irgendwelche kleinen Tiere treten auf den Zweig und es gibt diesen unglaublichen Lärm, den die machen, ja. Also er hatte wahnsinnige Angst.
und so den Erzählungen nach hat er die Angst überwunden, indem er einfach der Angst nicht gefolgt ist. Also er ist nicht panisch hin und her gerannt, sondern das heißt, wenn er gelegen hat und es kam Angst, ist er einfach weiter gelegen, bis die Angst vorbei war. Wenn er gegangen ist und kam Angst in ihm hoch, ist er einfach weitergegangen oder hin und her gegangen, bis die Angst vorbei war. Also er hat so er sich der Angst gestellt in gewisser Weise, diese Angst besiegt. Gut, er hat also diese verschiedenen spirituellen Praktiken ausprobiert und gemerkt, es reichte ihm nicht, es klappte nicht. Er hat also erreicht, was zu erreichen war in diesem System, aber es reichte ihm nicht. Dann hat er Askese ausprobiert. Askese ist wahrscheinlich, glaube ich, heute in Indien auch noch üblich. Das ist eine Idee von spiritueller Praktik, in der es so darum geht, den Körper so extrem zu quälen, dass der Geist befreit wird. Ja, also dass man den Körper wirklich extrem quält, sehr wenig isst oder für Ideen bis so wochenlang einen Arm hochzustrecken, bis der abgedorrt ist oder wochenlang auf einem Bein zu stehen oder sich an einen Baum zu hängen. Also alle möglichen eigenartigen Ideen hatten die Leute, sich zu quälen. Mit einem großen Erfindungsreichtum dabei entwickelt. Also Siddhartha hat auch das ausprobiert, ja, also diese Askese als spirituelle Übung. Und weil er so, was er machte, richtig machte, also sehr entschlossen, hat er das sehr weit gebracht mit dieser Askese. Und er wurde einer der berühmtesten Asketen im Umkreis und hatte auch 5 Anhänger, die so sich ihm anschlossen. Anscheinend hatten die weniger selber Interesse an harter Askese. Die wollten eher so davon profitieren, wenn er die Erleuchtung erlangte. Ja, also es gibt so Hinweise darauf in den Texten, dass sie selber eher so profitieren wollten von ihm. Also er beschreibt die Zeit der Askese folgendermaßen. Dann dachte ich, soll ich nicht die Zähne aneinander pressen, die Zunge an den Gaumen legen und das Denken unterdrücken? Und ich presste die Zähne aneinander, legte die Zunge an den Gaumen und unterdrückte das Denken. Ich drückte es nieder und quälte es nieder. Dabei floss mir Schweiß aus den Achselhöhlen, wie wenn ein starker Mann einen Schwächeren am Kopf oder an den Schultern packt und ihn niederdrückt und niederquält. Und er macht noch weitere Experimente. Dann hemmte ich das Ein- und Ausatmen durch Mund und Nase. In den Ohren aber erhob sich ein ungeheures Sausen durch die hinausströmende Luft. Dann hemmte ich das Ein- und Ausatmen durch Mund, Nase und Ohren. Also es geht immer so weiter und hat immer größere Schmerzen und wird immer unangenehmer, aber er macht einfach weiter. Hier ist es dann, wie wenn ein starker Mann mit einem Schwert den Schädel anbohrte und ich empfand heftige Kopfschmerzen, so als wenn mir ein starker Mann mit einem Lederriemen den Kopf zusammenpresste. Also hat das Experiment all gemacht. Dann hat er beschlossen, weniger zu essen. Ja? Und das heißt, er hat sich so auf ein Reiskorn pro Tag ein Reiskorn pro Tag zu essen. Und in den Erzählungen heißt es dann dazu, also es wird so, er berichtet seinem Schüler Ananda davon, wie er früher als Asket gelebt hatte. Also Ananda, ich habe nur ein Reiskorn pro Tag gegessen und glaube nicht, dass die Reiskörner damals größer waren als heute. Also kleinere Reiskörner. Und was dann, es gibt manchmal so Buddha-Darstellungen, wo der Buddha so sehr krank und schlecht aussieht, so mit Rippen sehr eingefallen. Das ist so, ja, Siddhartha zur Zeit der Askese wird oft so dargestellt. Also er sagt von sich selber, ich beschränkte mich nun darauf, sehr wenig Nahrung zu mir zu nehmen. Dadurch magerte mein Körper außerordentlich ab und meine Glieder wurden wie dürres Rohr. Wie ein Kamelhuf wurde mein Gesäß, mein Rückgrat wie eine Kugelkette, meine Rippen wie Dachsparren eines alten Hauses. Wie Wassersterne tief unten in einem Brunnen, so erschienen meine Augensterne tief versunken in meinen Augenhöhlen. Wie ein aufgeschnittener Kürbis in heißer Sonne, so schrumpfte meine Kopfhaut zusammen. Wenn ich meinen Bauch anfühlen wollte, berührte ich mein Rückgrat. Und wenn ich das Rückgrat anfühlen wollte, berührte ich die Bauchhaut. Wenn ich meine Notdurft verrichten wollte, fiel ich kopfüber. Wenn ich mit der Hand die Glieder rieb, fielen die wurzelfaulen Haare ab. Wenn mich Menschen sahen, sagten sie, ich sei dunkelblau oder gelb oder rotbraun. So verdorben war meine reine Hautfarbe durch die geringe Nahrungsaufnahme. Also, er war sehr konsequent, ja, das ist wirklich gemacht, bis es nicht mehr ging. Hat aber erkannt, dass das nicht weit führen würde. Also er hatte diese Einsicht, diese Idee, ja, er hat so alles erreicht, was man als Asket erreichen könnte, sozusagen bis auf den Tod, das wäre der nächste Schritt sozusagen, zu Tode zu hungern. Aber es würde ihn nicht weiterführen zur Erleuchtung. Und es würde das Problem nicht lösen. Und er hat beschlossen, mit der Askese aufzuhören, wieder normale Nahrung zu sich zu nehmen. So ein Milchreis hat er zu sich genommen. Seine 5 Schüler haben sich dann entsetzt von ihm abgewendet, weil er so wieder ein Leben in Luxus und Völlerei leben würde. Er hatte die Ideale verraten und haben ihn allein gelassen. Also er hat eingesehen, dass er einen Fehler gemacht hat und hat den Fehler sofort wieder gut gemacht. Er hat gesehen, diese Askese bringt nichts, es ist nur sinnlose Selbstquälerei und hat einfach damit aufgehört.
Also nicht so das gemacht, was man oft macht, wenn man einen Fehler macht, das irgendwie beschönigen, ja. Also zumindest habe ich was draus gelernt, oder ich musste die Erfahrung machen. Das hätte ich nicht gemacht, einfach gemacht, vor der Dummheit höre ich halt auf damit, ja. Also wieder war er alleine, wieder verlassen von seinen Freunden, seinen Asketen. Und hatte dann eine, nachdem er wieder etwas depressiv gekommen war, eine Erinnerung, von der er eine Idee hatte, dass das das Problem lösen könnte, dass das ihn so weiterbringen könnte spirituell. Und das so, ja, zur Erleuchtung führen könnte. Und das war eine Erinnerung an eine Art meditatives Erlebnis, eine Art Meditation, die er als Zwölfjähriger hatte. Also als Zwölfjähriger saß er unter einem Baum und hat seinem Vater beim Pflügen zugesehen. Man kann vermuten, dass es so eine religiöse Kulthandlung war, Anfang der Flugzeit. Und ist dabei anscheinend in so einer Art, ganz spontan, ohne Bemühung oder ohne große Bemühung, in einer Art höheren meditativen Zustand geraten sein. Also was wir Dhyanas nennen, einen so höheren Zustand erreicht haben. Und dann hat er sich erinnert, hatte eine Idee, dass das so der Weg zur Lösung sein könnte. Hat dann also, nachdem er wieder immer mehr zu Kräften gekommen war, sich eines Nachts hingesetzt, oder eines Abends unter einen Baum gesetzt, am Rand eines Flusses war das, hat sich so ein Kissen aus Gras gebaut und ja, hat den festen Entschluss gefasst, so da jetzt zu meditieren auf diese Art und Weise, wie es so seine Kindheit erinnerte, um nicht aufzustehen, bis er Erleuchtung erlangte. Er sagt dazu selber, also er setzte sich unter diesen Baum und fasste diesen festen Entschluss. Eher sollen Haut, Sehnen und Knochen verdorren und dem Körper Fleisch und Blut ausdocken. Nicht aber werde ich diesen Kreuzsitz lösen, also diese Kreuzsitz ist diese Meditationshaltung, nicht werde ich diesen Kreuzsitz lösen, ohne die Buddhaschaft erreicht zu haben. Also er war sehr entschlossen. Die Legenden berichten nun davon, dass so er von Mara angegriffen wurde. Mara ist so im Buddhismus die Personifizierung des Bösen. Also die Person, die nicht will, dass man spirituell weiterkommt, die einem am Weltlichen klammern lassen will. Und dass der Mara dadurch herausgefordert war, durch diese Entschlossenheit von Siddhartha, und ihn so angriff mit seinen Armeen. Also alle möglichen Dämonen kamen auf ihn zu und schleuderten ihre Waffen auf ihn, aber er war völlig unbeeindruckt. Dann hat Mara seine Töchter geschickt und die tanzen so vor ihm her. Das wurde auch nicht beeindruckt. Und die Töchter mussten dann unverrichtete Dinge abziehen. Und schließlich hat er ihn so persönlich herausgefordert, sofort, welches Recht hast du hier zu sitzen? Ja, welches Recht hast du hier zu meinen Kunsterleuchten erlangen? Und der Legende nach hat der Buddha dann so den Boden berührt mit den Fingerspitzen. Und darauf kam so die Erdgöttin hoch und hat so bezeugt, dass Siddhartha schon seit Urzeiten ja, praktiziert, also in vielen früheren Leben praktiziert, und das Recht hätte, da zu sitzen. Man findet übrigens viele Buddha-Statuen haben deswegen so die Hand auf dem Boden. Das hat damit zu tun. Gut, er meditierte also. Und wie es heißt, in dieser Nacht erlangte er Erleuchtung. Was das genau bedeutet, da gibt es verschiedene Darstellungen von. Das ist ein bisschen schwer greifbar. Das ist sehr schwer greifbar. Das ist nicht ein bisschen schwer greifbar. Das ist völlig unbegreiflich, anders gesagt. Aber so ein paar Hinweise. Ja. Er hat sozusagen seinen Geist gesammelt, ja, in dieser Art von Meditation, die er so kennengelernt hatte, oder die er ja, spontan gemacht hatte, und hat sozusagen seinen sehr gesammelten Geist so auf Aspekte von Wirklichkeit gerichtet. Wie es dann heißt, auch wenn er in diese höheren meditativen Zustände geriet, eine schöne Formulierung ist immer, er empfand immer Glücksgefühle dabei, aber er war von den Glücksgefühlen nicht beeindruckt, die ließen ihn nicht, haben ihn nicht abgelenkt. Er hat einfach weitergemacht. Also seinen gereinigten und geläuterten Geist, der frei von Begierde war, sanft, fügsam, fest, unerschütterlich, hatte so seine früheren Daseinsformen betrachtet. Also, ja, es gibt diese Idee von Wiedergeburt halt in indischer Religion, im Buddhismus. Und er hat seine früheren Leben betrachtet. Und gesehen, so, ja, also was er gelebt hat in der Vergangenheit. Dann hat er gesehen, so, allgemein die Wesen, wie sie kommen und vergehen. Und hat erkannt, warum Wesen entstehen und vergehen. Also, was Wesen dazu führt, in bestimmten Bereichen wiedergeboren zu werden. Oder anders gesagt, er hat erkannt, wie Karma funktioniert. Das Handeln hat Folgen. Er hat das als allgemeines Gesetz erkannt, das Gesetz von Karma. Handeln hat Folgen. Und schließlich hat er so erkannt, worin Leiden besteht, warum es zu Alter und Tod kommt. Und hat erkannt, was das ist, was dazu führt. Und was dazu führt, ist sozusagen Unwissenheit. So grundlegende Unwissenheit. So diese Idee, diese Illusion, die wir haben, halt, dass wir nicht alt werden, nicht krank werden, nicht sterben. Diese Illusion des Getrenntseins von anderen Wesen, die führt zu Leiden. Und indem er diese Illusion aufgegeben hatte, hat er Erleuchtung erlangt.
anders beschrieben. Er hat so bedingtes Entstehen erkannt. Er hat erkannt, dass alles auf der, im Universum, sowohl psychologisch, auch noch materiell, entsteht aufgrund von Bedingungen. Und nichts ist nicht vergänglich. Also alles ist vergänglich, alles entsteht aufgrund von Bedingungen. Wenn die Bedingungen sich ändern, ändert sich das Phänomen auch oder vergeht es wieder. Und indem er das erkannte, ja, war er ein Buddha. Er hatte dieses Gesetz als erstes im Universum erkannt, also dieses Gesetz, was noch keiner vor ihm gesehen hat, sozusagen. Und damit wurde er ein Buddha, ein Erleuchteter. Und hat erkannt, dass er nun diese volle Erleuchtung erlangt hat. Anscheinend zögerte der Buddha, also ab jetzt kann man vom Buddha sprechen. Wenn ich vorher das Wort Buddha benutzt habe, war das sozusagen ein Fehler. Ab jetzt anscheinend zögerte er so, was er erkannt hat, weiterzugeben. Ja, er hatte diesen Eindruck, dass die meisten Menschen, die meisten Wesen nicht in der Lage wären, das zu verstehen, weil die Wahrheit so tief ist, so schwer zu begreifen. Und es wäre sozusagen eine Zeitverschwendung, sich damit abzugeben, diesen Leuten das beizubringen. Der Legende nach kam dann so ein hoher Gott, Brahma, Sahampati, also wenn man so will, das höchste Wesen, das nicht spirituell, des Weltlichen, kam und hat ihn gebeten, doch zu lehren. Und ja, nach einigem Zögern ließ der Buddha sich dann dazu darauf ein, doch den Buddhismus so zu lehren, also die Lehre weiterzugeben. Und man kann sagen, erst mit der Entscheidung zu lehren, war die Erleuchtung vollständig. Vorher war es sozusagen nur der intellektuelle Teil, der Weisheitsaspekt. Indem er sich beschloss zu lehren, kam auch der Aspekt von Mitgefühl mit rein, ja? Also erst Weisheit und Mitgefühl zusammen machen diese spirituelle Erreichung vollkommen. Also damit, dass er den Entschluss gefasst hat, zu lehren, war er erst vollkommen erleuchtet, ein vollkommener Buddha. Und der zweite Punkt ist, man muss den Buddha anscheinend bitten zu lehren. Ja, er macht das nicht von selber. Oder ja, man muss einfach offen sein für die Lehren, für spirituelle Lehren. Also nach der buddhistischen Auffassung nützt es nichts von einem Erleuchteten. So, man kann nicht von einem Erleuchteten so am Kragen gepackt werden, so ins Nirvana gesetzt oder erleuchtet werden. Man muss darum bitten. Ja, man muss zumindest offen sein für die Lehren. Also man kann niemandem ohne sein Einverständnis spirituell helfen. Gut, er war also nun erleuchtet und im Beschluss gefasst, seine Lehren weiterzugeben. Und fragte sich erstmal, wem er seine Lehren weitergeben könnte. Ja? Und das heißt, er hat so an seine alten Lehrer gedacht, diese alten Meditationslehrer. Er kannte aber, dass die gestorben sind und hatte dann die Idee, den 5 Asketen zu lehren. Ja, zu diesen 5 Asketen zu gehen, die so ihn verlassen hatten, zu denen zu gehen und ihnen den Dharma, also die buddhistische Lehre, die Lehre beizubringen. Weil er meinte, die wären reif genug, es zu verstehen. Auf dem Weg dahin traf er einen anderen Wanderasketen, der so von seiner Erscheinung des Buddha sehr beeindruckt war, ja. Also er war sehr, sah sehr beeindruckend aus, er war sehr gestrahlt, sozusagen. Und dieser Wanderasket, ich glaube, er hieß Upali, fragt ihn, wer er sei, ja, so bist du, und auf die Idee, dass er ein Mensch wäre, kam er erst am Ende, ja, so, bist du ein Gott? Und nein, ich bin kein Gott. Also strahlt, bist du ein himmlischer Musikant? Nein, ich bin kein himmlischer Musikant. Bist du ein Dämon? Nein, auch nicht. Bist du also ein Mensch? Nein, ein Mensch bin ich auch nicht. Also der Buddha hörte, indem er Erleuchtung hatte, auf, Mensch zu sein. Er war also nicht mehr Mensch in dem Sinne, wie wir es erleben. Also war Upali völlig verzweifelt, weil er alle Kategorien durchgegangen hatte. Und also, wer bist du dann? Ja. Und ja, er sagt, der Buddha sagt ihm, ja, ich bin der Buddha, vollkommen Erleuchteter. Ich habe so eine vollkommene Erleuchtung erlangt. Und Upali so hat das so anerkannt, ist schön, ja, gut für dich, so, und ist einfach weitergegangen. Also war anscheinend nicht sehr beeindruckt davon. Er war nicht offen für die Lehre. Also der erste Bekehrungsversuch war kein Erfolg, kann man sagen. Ging einfach unbeeindruckt weiter. Er kam also zu seinen 5 alten Asketenfreunden, und als sie ihn kommen sahen, waren sie immer noch ärgerlich auf ihn. Da kommt Gotama, dieser ehemalige Asket, der in Völlerei und Luxus lebt. Und sie beschlossen, ihn so nicht zu begrüßen. Wenn er kommen will, kann er kommen, darf sich auch hinsetzen, aber wir werden ihm nichts anbieten. Aber es heißt, als er näher kam, waren sie doch so beeindruckt von ihm, dass sie so gegen ihren Willen aufstanden, ihm Platz anboten und was zu trinken, zu essen brachten. Also diese 5 waren doch schon eher beeindruckt von seiner Persönlichkeit. Und dann fing er an, sie zu belehren. Er hat ihnen also eine Lehrrede gehalten oder hat sie belehrt. Und das heißt, es ging über mehrere Wochen oder Monate. Also immer wenn 3 hat er belehrt, 2 gingen auf Bettelgang essen holen und umgekehrt. Bis schließlich am Ende der Regenzeit nach einigen Monaten alle 5 Erleuchtung erlangt hatten. Und mit der Erleuchtung dieser ersten 5 Schüler begann Buddhismus erst wirklich. Damit war sozusagen bewiesen, dass man es weitergeben kann, dass diese spirituelle Erreichung weiterzugeben war.
Und von da an vergrößerte sich die Gemeinschaft ständig. Ja. Auch wenn man so die Zahlen, die in den Texten gegeben sind, nicht völlig ernsthaft glauben kann, dass nicht von 3000 Leuten auf einmal die Rede ist. Aber die Gemeinde ist angewachsen. Und als sie auf 60 Erleuchtete angewachsen war, also 60 Schüler, die alle Erleuchtung erlangt hatten, sandte der Buddha sie aus zu lehren. Ja? Also Zitat dazu, was er selber sagte. Wandelt ihr Mönche euren eigenen Weg zum Segen und Glück der vielen, aus Mitleid mit der Welt, zum Nutzen, Segen und Glück für Götter und Menschen. Geht nicht zu zweit denselben Weg. Lehret ihr Mönche die Lehre, deren Anfang, Mitte und Ende gut ist, dem Sinn wie dem Buchstaben nach, und propagiert den vollständigen, reinen Wandel der Heiligkeit. Es gibt Wesen, deren Auge kaum mit Staub bedeckt sind. Wenn sie die Lehre nicht hören, sind sie verloren. Wenn sie aber die Lehre vernehmen, werden sie zur Erlösung gelangen. Ich selbst, Mönche, werde mich in die Garnisonsstadt Uruvela begeben, um die Lehre dort darzulegen. Hier ist ein wichtiger Punkt über die Lehre des Buddha. Ja, aber das Thema des Vortrags ist Leben und Lehre des Buddha. Dann ein paar Worte zur Lehre. Der Motor zu lehren ist Mitgefühl. Ja, also der einzige Grund, warum der Buddha seine Schüler aussandte zu lehren, ist aus Mitgefühl mit den Wesen. Also er lehrte nicht so, ja, um halt noch eine Lehre darzulegen oder um sich so als großen Lehrer darzustellen, sondern er sandte die Schüler aus nur aus Mitgefühl. Das ist so das, was hinter der buddhistischen Lehre steckt. Also den einzigen Grund, den Buddhismus zu lehren, ist sozusagen, es für andere zu tun, aus Mitgefühl. Nicht um sich so als Lehrer darzustellen oder viele Schüler zu haben und berühmt zu werden sozusagen. Gut, wie ich sagte, der Vortrag heißt also der Buddha Leben und Lehre, und ich habe bisher nicht viel über die Lehre gesagt. Ich werde jetzt auch keine vollständige Einführung in die buddhistische Lehre geben, keine Angst. Würde den Rahmen völlig sprengen, wir wären heute Abend noch hier. Vielleicht ein paar ganz einfache Sachen. Ja. Es gibt irgendwo eine Stelle, wo der Buddha von sich selber sagt, alles, was ich gelehrt habe, ist den Weg heraus aus dem Leiden, den Pfad. Das ist alles, worum es ihm ging. Es ging dem Buddha anscheinend sehr wenig um Metaphysik und Philosophie. Also Philosophie im Sinne von die Welt erklären. Er scheint kein Interesse daran gehabt zu haben, zu erklären, wie die Welt funktioniert. Ja, es ging ihm einfach nur darum, gucken, okay, wir sind in dieser Situation drin, wie immer das gekommen ist, wir müssen irgendwas dran tun. Das ist eine sehr pragmatische Einstellung. Er hatte wenig Interesse daran, wo die Welt herkommt. Solche Fragen hat er nur sehr unwillig beantwortet. Also alles, was die buddhistische Lehre ist, ist nichts anderes als eine Methode, heraus aus dem Leiden, ja, also unbefriedigende Situationen zu verbessern. Also die buddhistische Lehre ist nichts anderes, als so zu sehen, okay, wir sind in dieser Situation drin, die ist unbefriedigend, ja, also es gibt Alter, Krankheit, Tod, wir Dinge geschehen, die wir nicht möchten, wir leiden. Aber durch eigene Kraft, durch eben Handeln, können wir da rauskommen, können wir uns entwickeln. Und erlehrte Methoden, die dazu helfen können, ja, also Ethik, Meditation, Weisheit, Studium, also ja, Einsicht, das sind so die wichtigsten Aspekte des buddhistischen Weges. Also kurz zusammengefasst, das ist der Buddhismus, also nichts anderes, also die Methoden, die so ja, zur Weiterentwicklung führen, die dazu führen, dass man einfach spirituell, menschlich reifer wird, größer wird und dadurch weniger leidet. Gut, der Buddha hatte immer mehr Anhänger, also die Gemeinde wuchs und so. Es gab verschiedene Arten von Anhängern, zwei Gruppen von Anhängern kann man sagen. Das waren die sogenannten Mönche, obwohl es keine Mönche waren im heutigen Sinne, die in Klöstern lebten. Klöster gab es noch nicht zu der Zeit. Und es waren so Wanderasketen, die einfach im Wald lebten. Und es gab die Laienanhänger. Ja, Leute, die einfach zu Hause blieben mit ihrer Familie und einfach den Dharma, den Buddhismus praktizierten. Und die einfach, ja, die Mönche unterstützen, mit Nahrung unterstützen. Und zwischen diesen beiden Gruppen, diesen sogenannten Mönchen, also diesen Wanderasketen, oder den Bettlern, wenn man so will, und den Laien bestand ein reger Austausch. Ja, also die haben sich oft gegenseitig besucht, nicht nur um Essen zu kriegen, sondern auch so um Lehrreden auszutauschen. Und einige dieser Laienanhänger haben auch hohe spirituelle Ziele erreicht, bis zur Erleuchtung. Er hatte auch Unterstützung von einigen der Könige, von einem der Könige auf jeden Fall, der großen Herrscher, der die buddhistische Gemeinde sehr unterstützte und unter anderem bewirkt hatte, dass so Wandermönche des Buddha, also die buddhistischen Wanderer, medizinisch versorgt werden würden. Ja, also die medizinische Versorgung war relativ sicher für die Mönche, zumindest in der Gegend, wo es der Herrscher war. So das Bild, was man vom Buddha kommt, das ist nicht sehr klar zu sagen,
was für eine Art von Persönlichkeit der Buddha war. Also weil er war, ich sagte vorhin, dass der Buddha kein Mensch mehr war, dass er sich nicht mehr als Mensch betrachtete. Und man kann den Eindruck bekommen, dass der Buddha so eine Art Übermensch war, wo nichts Menschliches mehr dran war. Ja, der einfach nur ja immer glücklich und immer ihm alles gelang, durch die Wälder zog und alles gelang, was er tat. Und er keine normalen menschlichen Gefühle und Empfindungen mehr hatte. Aber gleichzeitig scheint es nicht so gewesen zu sein. Oder anders gesagt, man kann so zwei falsche Bilder vom Buddha haben. Das eine ist vielleicht ein zu menschliches, wie es eher westliche Gelehrte machen, die dann versuchen, den Buddha so psychologisch zu analysieren, so nach Methoden von Sigmund Freud, Problem mit dem Vater und solche Sachen. Das ist ein zu menschliches Bild vom Buddha, der einfach nur jemand war, der irgendein Erlebnis hatte und das irgendwie kompensieren musste, indem er Anhänger hatte oder sowas. Ein anderes wäre ein zu übermenschliches und damit unmenschliches Bild des Buddha. Einmal jemand, der also keine Empfindung mehr hatte. Einfach nur so fast so gleichmütig und empfindungslos durch die Wälder zog und Leute belehrt hat. Man bekommt aber den Eindruck, dass auch der Buddha manchmal so sogar genervt war. Ja, also das Leben unter diesen Mönchen war nicht immer großartig. Ja, also es ist nicht so, dass so Leute wurden Mönche, alles war großartig, sehr lang in Erleuchtung und es war toll. Es gab auch so Streitigkeiten zwischen den Mönchen. Und es kam auch schon mal vor, dass eine Gruppe Mönche ankam und die einen solchen Lärm veranstalteten, dass der Buddha sie erstmal wegschicken musste, weil sie diesen Lärm nicht ertragen wollte. Ja, also was so einen Lärm macht, dann müssen sie erstmal wegschicken. Eine andere Geschichte ist, wo so eine Gruppe Mönche, die in Kosambi lebte, ganz witzige Geschichte, finde ich, gab es einen Streit zwischen zwei Gruppen von Mönchen. Und zwar ging es darum, dass ein Mönch den Wassereimer für die Toilette nicht ausgekippt hat, nicht wieder aufgefüllt hat oder sowas. Also, was man in Indien macht, heute noch anscheinend, man hat kein Toilettenpapier, man nimmt die linke Hand und macht mit dem Wasser sauber, mit dem Wassereimer. Darum muss auf der Toilette immer so ein Wassereimer stehen. Und ein Mönch hat ihn anscheinend nicht ausgekippt, nicht wieder aufgefüllt, sowas. Und ein anderer Mönch hat ihn deswegen kritisiert. Jeder, der mal in Wohngemeinschaften lebt, weiß, wovon ich spreche. Und die Klopapierrolle nicht auswechseln. Wer hat das da hingelegt? Und es kam zum Streit zwischen diesen beiden Mönchen. Und weil beide Mönche Schüler und Anhänger hatten, haben die beiden Schüler, die Anhänger und Schüler dieser beiden Mönche sich auch bekämpft. Und es gab einen riesen Streit zwischen diesen Gruppen von Mönchen, darum diesen Wassereimer. Bis dann der Buddha hinging und versuchte zu schlichten, aber sie hörten nicht auf ihn. Sie haben gesagt, guck, du bist so spirituell, wir setzen dich dahin, wir machen das unter uns aus. Ja, beschäftige dich nicht mit solchen Kleinigkeiten, wir machen es unter uns aus. Und sie fingen weiter an, sich zu streiten, haben weiter gezankt. Sie haben sich wieder mit verbalen Messern geschnitten, heißt es sogar, ja. Und sehr hoch hergegangen sein, bis der Buddha genug hatte und einfach wegging. Also man kann mit denen nicht mehr klar anscheinend, die waren so in ihrem Streit drin, dass er einfach weggehen musste. Die Mönche kamen dann von selber wieder zusammen, also wieder zu ihren Sinnen zurück, als die Laien aufhörten, sie zu unterstützen, weil es so schlimm wurde anscheinend, dass die Laien keine Lust mehr hatten, denen was zu essen zu geben, weil sie so gezankt haben. Und da kamen sie wieder zurück und haben gemerkt, dass was nicht richtig lief. Und dann konnten sie erst wieder vom Buddha vereinigt werden. Es gibt andere Beschreibungen, es war nicht nur dieses Chaos, in dem der Buddha drei Mönche besuchte, die so im Wald zusammenlebten und die so harmonisch lebten, dass sie in einem Geist waren, dass jeder hat automatisch getan, was so zu tun war. Also wer zuerst vom Bettelgang zurückkam, hatte das Essen vorbereitet, das Wasser vorbereitet, wer als letzter fertig war, hat gespült automatisch. Da wurden keine Regeln gemacht, kein Kurs irgendwie diskutiert, wer was tat. Die haben einfach gemacht, was getan werden musste. Und eben in solcher Harmonie gelebt, dass sie nicht mal groß miteinander sprechen mussten. Weil jeder wusste genau, wie es dem anderen gehen würde, was der andere macht. Also diese Artengemeinschaften gab es auch. In späteren Jahren kam dann eine Episode, in der der Buddha anscheinend angegriffen wurde. Das ist diese Devadatta-Episode. Devadatta war halt ein Verwandter des Buddha, ich glaube ein Cousin des Buddha, der irgendwann der Tradition nach, der Überlieferung nach, die Gemeinde selber führen wollte. Und als ihm das nicht gelang, so eine Spaltung herbeiführte und schließlich den Buddha töten wollte, so Anschläge auf ihn ausübte. Also er ist besonders der buddhistische Judas, also der böse Buddhist, der Verräter. Leider ist das eine dieser Geschichten, oder interessanterweise ist eine dieser Geschichten, die fraglich geworden sind durch neue Forschungen. Also es kann sein, dass Devadatta gar nicht der buddhistische Judas war. Und ich werde Bodhimitra seinen Vortrag nicht wegnehmen, also wird er schon besorgt. Also das ist das Thema von Bodhimitras Vortrag im Mai.
Aber das ist eine Sache, die sehr aufregend ist, also die so festzustellen. Das wäre so, wie wenn man plötzlich feststellen würde, im Christentum, dass Judas eigentlich der Lieblingsschüler von Jesus war. Also grob gesagt, dass er ihn gar nicht verraten hat. Das ist die Bedeutung dieser Devadatta-Geschichte für Buddhisten. Gut, also der Buddha hat sein ganzes Leben damit verbracht, halt herumzuziehen und zu lehren. Und ungefähr im Alter von 80 Jahren vermutlich hat er so gemerkt, er wurde immer älter. Irgendwelche Rückenprobleme. Es gibt Beschreibungen, dass er sich von seinem Schüler Ananda so massieren ließ, zwischendurch mal. Hat also anscheinend Rückenprobleme. Und hat irgendwann erkannt, ja, er würde bald sterben. Ja, also auch sein Körper wird auseinanderfallen. Und er ist nochmal auf eine letzte Rundwanderung gegangen zu verschiedenen Orten und hat da den buddhistischen Pfad gelernt. Bis er schließlich so im Beisein einer großen Menge von Anhängern, von Mönchen und Laien, ja, sich an einem Ort, dessen Namen ich jetzt leider vergessen habe, die wissen es auch nicht, an einem Ort in Indien sozusagen zum Sterben hingelegt hat, zwischen zwei Bäumen. So, er hat sich so der Tradition auf die rechte Seite gelegt. Wenn ihr rausgeht, die Treppe runtergeht, könnt ihr davon eine Darstellung sehen, auf diesem Sims hier unten. Ja, man sieht so den liegenden Buddha, der auf der Seite liegt. Das ist die Darstellung des Buddha kurz vorm Sterben oder beim Sterben. Also er hat sich hingelegt und im Beisein seiner verschiedenen Schüler er hat sich aufs Sterben vorbereitet. Bevor er starb, hat er noch einen letzten Anhänger, einen letzten Menschen ordiniert, also der letzte, der ordiniert wurde. Er kam, dieser Mann Subhadra, oder Subhadra kam zum Buddha mit dieser wichtigen Frage und wollte unbedingt mit dem Buddha reden, aber Ananda, sein Schüler, wollte ihn wegweisen, weil der Buddha ist gerade am Sterben, geht ihm nicht sehr gut, man sollte ihn jetzt nicht stören. Aber der Buddha hörte das, ließ ihn trotzdem kommen, sprach mit ihm und ordinierte ihn. Oder ließ ihn ordinieren. Ja, und dann sagt die Überlieferung, dass der Buddha zu der Zeit ins Parinirvana einging oder gestorben ist. Was Parinirvana bedeutet, ist so Nirvana ohne Rest, also Erleuchtung, wird als Nirvana beschrieben. Das ist also in diesem sogenannten Nirvana-Zustand. Aber es ist noch keine Erleuchtung ohne Rest. Es ist so eine Restkörperlichkeit da. Also auch ein Erleuchter hat noch einen Körper und hat deswegen körperliche Schmerzen zum Beispiel. Ja? Das ist so der Rest, der noch da ist. Mit dem Eingang ins Parinirvana fällt der Körper weg. Und so seine letzten Worte an die Schüler waren eben, ja, alles Bedingte ist vergänglich, strebt mit Achtsamkeit. Also wieder, man hat hier so die buddhistische Lehre in zwei Sätze zusammengefasst. Also alles ist vergänglich und strebt. Und seid achtsam und strebt mit Achtsamkeit. Also wieder zwei Grundpfeiler, Grundlage der buddhistischen Lehre, Vergänglichkeit und Streben und Anstrengung. Was mit dem Buddha nach dem Tod geschah, darüber wird nichts gesagt. Also das ist eine der Dinge, zu denen man nichts sagen kann, sozusagen, weil es heißt, unser unerleuchteter Geist, der so in dualistischen Ideen denkt, also ich, andere, Leben, Tod, existieren, nicht existieren, das ist so die Kategorien, die wir haben. Wir können nicht anders als so denken. Etwas existiert nicht. Das bin ich, das bin nicht ich. Ja, das ist die Grundidee von der Welt. Diese Art von Geist, das ist welche, kann nicht verstehen mit diesen Kategorien, was mit einem Buddha nach dem Tod passiert, nach dem Parinirvana passiert. Also das heißt, die Kategorien von existieren und nicht existieren oder existieren und gleichzeitig nicht existieren und weder existieren noch nicht existieren, greifen nicht. Ja, die funktionieren einfach nicht. Also in gewisser Weise, man kann nicht begreifen, das heißt der Tradition, aber man kann nicht sagen, was mit dem Buddha geschah nach dem Tod oder nach seinem Parinirvana. Was allerdings geschehen ist, so interessant ist so, dass sobald der Buddha tot war, ging der Streit wieder los, diesmal nicht unter den Mönchen, unter verschiedenen Herrschern. Weil der Buddha halt dieser große Herrscher war, dieser große spirituelle Lehrer war, so berühmt war, wollten alle möglichen Herrscher der Umgebung so Stücke seiner Asche haben und verehren. Also der Buddha wurde verbrannt und so angeordnet seine Reste verbrannt werden würden. Und verschiedene Herrscher der verschiedenen Königreiche und Fürstentümer wollten die Asche haben. Also kamen kurz nach dem Tod des Buddha alle möglichen Armeen an und waren bereit, einen großen Krieg auszufechten darüber, wer nun diese Aschen haben könnte. Bis dann ein anderer heiliger Mann zu sagen, das würde im Widerspruch zur Ehre des Buddhas stehen, was er da macht, sie dann noch eingesehen haben. Und dann haben sie einfach die Asche aufgeteilt in gleiche Stücke und das dann verteilt. Gut, das ist so das Leben des Buddha. Und ich habe davon angefangen, eben für diesen Zweifel, ob man sagen kann, ja, stimmt das Material, historisch gesehen, kann man dem vertrauen. Und so diese Devadatta-Episode ist zweifelhaft geworden, ja. Und was von dem, was ich sagte, ist so, oder was von dem, was man heute nachlesen kann in Schriften, stimmt wirklich.
oder anders gesagt, inwieweit kann man das Leben des Buddha, also einer Person, die vor 2500 Jahren lebte, wirklich benutzen als Quelle für Vertrauen, als Quelle der Inspiration? Ich meine, ist nicht einfach. Ich kann es nicht hundertprozentig sagen, ja, ich vertraue dem Buddha und allem, was er gesagt hat, deswegen bin ich Buddhist. Das ist mir zu einfach. Ja. Der Mann ist 2500 Jahre tot und die Überlieferungen sind widersprüchlich und eigenartig manchmal. Man kann vielleicht sagen, dass die Lebensgeschichte des Buddha keinen Beweis bietet für das Funktionieren des spirituellen Lebens, sondern eher Illustrationen sind für bestimmte spirituelle Wahrheiten. Ja. Also es ist offensichtlich, dass er nicht viermal ausgefahren ist, ein Bettler, und kranken Menschen, alten Menschen, Leichen und Bettler sah. Aber die Geschichte illustriert eher eine Art spirituelle Weisheit, die man selber nachvollziehen muss. Also man begibt sich auf Glatteis, wenn man sozusagen die überlieferten Texte, wie sie sind, als Quelle des Vertrauens nimmt. Man würde sich in gefährliche Bereiche begeben damit. Es braucht nur irgendein Forscher kommen und feststellen, da stimmt was nicht, dann ist man verunsichert. Also alles, was bleibt, ist so eine gewisse Unsicherheit und die eigene Erfahrung. Also ich merke so für mich selber, wo ich so dachte, okay, ich habe diese ganzen Texte, was kann ich mit denen anfangen, kann ich ihnen vertrauen? Das Einzige, dem ich vertrauen kann, dem ich mehr vertrauen kann, ist der eigenen Erfahrung im spirituellen Leben. Also ich habe Sachen probiert, die der Buddha gelehrt hat, wie die Atemmeditation, die Übung von Metta Bhavana, von Freundlichkeit, und es scheint zu funktionieren. Und das ist die Grundlage eher für Vertrauen, nicht, dass so jemand mal was gesagt hat anscheinend. Also diese Geschichten des Lebens des Buddha sind eher so, ja, wie ich sagte, Illustrationen und nicht Beweise für das spirituelle Leben.